never be happy. Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren regnerischen Folge Fallout London. Ja, schön, dass ihr da draußen wieder mit dabei seid. Und natürlich geht auch ein großes Dankeschön raus an all die Leute, die das letzte Video positiv bewertet haben. Vielen lieben Dank. Gut, Leute, wir machen weiter an dieser Stelle hier. Es regnet, wir haben scheiß Wetter. Aber das Geile ist, wir haben in der letzten Folge zwei Waffen gefunden. Na, die habe ich jetzt auch schon ausgerüstet. Was haben wir denn hier? So eine kleine Pistole. Und hier 25 Schuss. Also wir haben hier nicht wirklich viel Muni. Deswegen denke ich mal, werde ich weiterhin erstmal auf Nahkampf gehen. Mal gucken. Wenn mal die Gegner ein bisschen heftiger sind, dann können wir ja die Wumme rausholen. Den mal ordentlich einheizen. Aber davor sind wir eher so der Schlitzer, als Schlitzer unterwegs, ne? Und heutige Mission ist es, nach Thameshaven zu kommen. Das müsste gleich eigentlich hier vorne ums Eck sein. Und dementsprechend, ja, laufen wir jetzt hier einmal lang. Was ist mit dir hier, Muku? Ich habe Fesco entdeckt. Okay, cool. Warte mal, kann man hier rein oder was? Oh, cool. Würde ich, glaube ich, davor noch machen. Mal ein bisschen Loot ranholen. Ist der Handy-Treibstoff? Was sagt denn eigentlich mein Gewicht? Ah, ich bin schon bei 202, ne? Da kann ich halt nicht mehr viel mitnehmen, aber so ein bisschen geht noch so. Drei Hände voll würde ich an sich schon noch einstecken. Was hast du gefunden, mein Lieber? Ja, das ist gut. Hat der das gerade eingesammelt? Ich habe nichts gedrückt. Eine Laterne und ein Teddy. Chillig. Matratze, alles klar. Die gute alte Dorfmatratze. Was wurde hier denn angepflanzt? Oh, guck mal. Wie cool. Miniaturbäumchen. If you're in need of trading, go to the crypt on the green trade. Das ist nett, dass Churchill mir auch die Tür aufmacht. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Pflanzen. Tierte Farmblume. Aber deswegen bin ich hier. So, ich habe nur noch 4 Haarklammern. Ich muss wirklich aufpassen. Okay, hier war nur Vorkriegsgeld drin. Bisschen Düngemittel. Wie wiegt das? Das war, glaube ich, ziemlich schwer, ne? Nehmen wir erstmal einen Beutel mit. Erstmal so ein bisschen die leichten Sachen. Aber ich glaube, das war mal ein richtig cooler, sympathischer Laden. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt natürlich nicht mehr, ne? Okay, hier ist eine tote Ratte. Hier ist auch eine tote Ratte. Ich bin hier nicht verantwortlich für. Wer war das? Gibt's nix. Komm ich hier in den Bus rein? Nein? Ah, Tür zu, schade. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir in die Stadt gehen, oder zu dem Treffpunkt da, gehen wir hier nochmal rein. Kleinen Absacker machen wir jetzt hier noch. Auch wenn wir nicht viel tragen können, aber ihr wisst es ja. Ich loote einfach so gerne, ich entdecke es so gerne. Und wenn ich voll bin, dann gehen wir halt in die Stadt, verkaufen dann wieder alles. Dann geht es schon auch. Meine Hoffnung ist halt, dass ich hier wieder irgendwelche coolen Sachen noch finde. Vielleicht auch irgendwie Rüstungen, die mich mehr tragen lassen. Gibt's ja auch. Bin mal gespannt, was für Gegner jetzt hier drin sind. Ein alter Supermarkt. Wie cool ist das denn? Ah, Blähfliegen, ne? Die erwische ich nicht so gut. Muss ich nah ran? Ja! Da muss ich wirklich richtig nah ran. Einkaufstasche aus der Vorkriegszeit. Naja, nehmen wir eins mit.
Leere Dosen ohne Ende. Und ich höre schon hier das nächste Viech. Guter Bruder vom Bruder. Mist. Ja, was? Ich hoffe, ich habe dir jetzt keinen falschen Befehl gegeben. Ach, alles ausgeräumt hier. Ist ja fast hier wie zu Corona-Zeiten. Hallo. Ja. Diese Drecksviecher, ey. Was? Hast du meinen Hund angegriffen? Einen Hund angespritzt? Ja. Das gehört sich aber nicht. Speerenmeister. Ah, so weit bin ich noch lang nicht. Da flattert doch noch irgendwo so ein Viech rum. Da! Okay, cool. Toiletten. Eschebocher. Kaputter kaputt. Die haben ja wirklich hier alles mitgenommen, ne? Selbst das Innenleben vom Computer. Ionengebräu. Okay, was ist das denn? Oh, Brille. Schokoriegel. Oh, da gönne ich mir heute auch noch einen. Oder Schokoeis. Ich glaube, heute wird Schokoeis. Wo ist der Flattermann? Alter, großer Flattermann. So, angehittet und weggeschlitzt. Hast du bestimmt auch noch was drin? Nein? Oh, Churchill, du bist ein bisschen schmutzig, würde ich sagen. Bist du ein schmutziges Hühnchen? Ja, ein feines schmutziges Hühnchen. Ich muss Churchill unbedingt baden. Der sieht mir aus, ey. Er kommt auf keine Veranstaltung mehr. Oh, Experte. Schön. Also hier sind schon zwei Sachen, die ich nicht knacken kann. Tischmalik. Merken werde ich mir das auch nicht können, dass ich irgendwann nochmal zurückkomme. Ende. Er ist hier schon wieder nicht. Ich habe nicht die Tür aufgemacht, das war Churchill. Das ist cool, ich habe einen Hund, der Türen aufmacht. Wie krass ist der denn trainiert, ey? Bester Hund, ey. Ein paar Fahrkarten, sehr gut. So, da wird's wieder rausgehen. Mal Toiletten. Schachbrett. Als ob du dich da drin versteckst. Dämliches Viech. Ja, okay, also so wirklich was rumkommt, tut hier auch nicht.
selbst aber dieser kleine Bunker oder dieses kleine Zuhause, was wir da gefunden haben, am besten mit den Pistolen, ne? Den Waffen, die wir gefunden haben, aber hier geht ja auch nichts. Ja, hier haben wir auch alles gehabt. Hier waren wir noch nicht drin. Hier gibt es viele leuchtende Pilze. Kann man sich dann nochmal schön ins Abendessen reinmischen. Und nochmal ein bisschen hier ein Pilz. Oh ja, hier geht richtig der Punk ab. Das ist das Trip-Klo. Wenn du mal einen Trip möchtest, einfach hier auf Toilette gehen. Einmal schnuppern. Und schon bist du ein glücklicher Mensch für kurze Zeit. Ja, das war's anscheinend, hä? Huh? Sonst gibt es hier nix. Na, da hinten war ich ja im Grunde auch schon. Ja, gibt's ja nur diese spezielle Tür noch. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Churchill hat einen Feind gefunden. Wo denn? Vorne? Was ist das? That was It's a Man by Betty Hutton. Ach, eine Ratte. Pille-Palle. Die kann uns nix. I fancy myself an amateur mechanic, and the scooter shed at Hackney is the best place for scooter parts. I've ridden one of Olivia's machines. And na, kannst du nicht durch? You really think so, Roger? Schade. Think so? I know so. Oh, well, thank you, Roger. And all you roundels, go to the scooter shed in Hackney. I recommend it. This song ja, hier geht noch ein bisschen was. Oh ja. Terpentin. Nein. Mist. Achso, ist die Treppe. Ich dachte, wir wären jetzt runtergeflogen. Na, ist auch nichts mehr. Geht noch eine Treppe nach oben. Lay the pistol down. Eins meiner Lieblingssongs hier in dem Spiel. Da geht's da noch irgendwo hin. Ne, dann gehen wir hier mal weiter. Was war das denn jetzt? Ein dummer Kürbis aus Plaste. Braucht auch keine Sau. Lay that pistol down. Super Kleber. Super gut, aber ich bin super überladen. Der ist natürlich doof. Was können wir jetzt wegballern? Irgendwas im Schrott, was ziemlich viel wiegt vielleicht. Was wir jetzt nicht so krass brauchen. Ah nee, sowas brauchen wir dann schon. Schauen wir eher mal hier bei den Hilfsmitteln. TP-Rad. Ich hab so viel von dem Hundefutter, ne? Was wiegt denn das? 0,5. Mystery Meat. Das bringt ja gar nicht mal mehr als das normale Hundefutter. Ist ja dämlich. Oh, da wird mich Churchill wieder zusammenpfeifen, ey.
bisschen teures Hundefutter hier rausballer. So. Das hat er nicht gesehen, will ich hoffen. Ja, Leute, wir müssen jetzt noch gleich in die Stadt. Definitiv müssen wir in die Stadt. Ich muss handeln. Ich brauche eigentlich auch noch einen Skillpoint, um das Gewicht nochmal schön um 25 zu erhöhen. Das ist, glaube ich, so das nächste Ding, was ich angehen werde. Das war 40 Meter noch, dann sind wir eh da. Das ist echt krass ausgestorben hier, also heftig. Ah, Fesco unzugänglich. Okay, das ist dann dieser mysteriöse Raum, ne? Da würde man dann wieder rauskommen. Aber gar nicht, leider nicht knacken. Ich nix gut genug. Was haben wir hier noch? Schmutziges Wasser, das muss mit. Okay, mal wieder mehr Richtung Quest-Ziel. So, da vorne sind wir richtig. Alright. Thames Haven gefunden. Sprechen Sie mit der Tommy-Wache. Warte, erstmal Waffe wegstecken. Nicht, dass ich irgendwie eine Scheiße baue. Kurz aufwärmen hier. Darf ich, Bruder? Dankeschön, Dankeschön. Tommy, Randy. State your business, civilian. Ich will rein. Ich könnte medizinische Hilfe gebrauchen. Arbeit. Ich mache mal Arbeit. You see how much work I got? I'm standing here doing sod all in the middle of nowhere. Might be the Thames folk have something for you. Thames Haven is under lockdown from what we've been able to gather. They've barricaded themselves in. No one goes in or out. Seems their pest problem finally got out of control. Out of control? Okay, also der ist mir schon mal sympathisch. Hat cool Dialekt. Personally, I wouldn't mind helping them. Thames folk are folk just like you and me. But we just don't have the authorization. The orders from up top are clear. No interference with the Thames folk. Dürfen wir uns nicht einmischen, okay. Sebastian Gaunt sagte mir, ich soll Thames Haven besuchen. Gaunt, eh? I'd steer clear of him. He's a wanted man in these parts. Though I hear he's a friend of the Thames folk. Ja, wird eh noch interessant, welche Fraktion wir uns dann letztendlich anschließen. Na? Haben Sie von den geheimen Untergrundlaboren gehört? Can't say that I have. That's the sort of thing the Thames folk might know more about. Most of them have taken to living beneath the surface. Okay, und wer sind eigentlich diese Thames-Leute? Mutants. Children of the Thames. Some of my comrades call them sludge suckers. Never to their face. If you've never seen one, prepare yourself. Okay, ich bin gespannt auf die Slutsuckers. So, wie komme ich dann rein? Just to be clear, I don't advise doing this unless absolutely necessary. They've barricaded the main entrance. You'll have to go in the long way through the south entrance. Find their leader, Rachel Hall. Good luck. It's the name of the song. Mind the gap and all that. Mind the gap. Oh, yes, du mich yes, auch. Komm, Ranjit, lass mich durch. Ah. Geht doch. Grandma was nice.
Jetzt schauen wir mal. Betreten Sie den Südeingang. Okay, also hier ist der Südeingang gleich, oder was? So. Da vorne wahrscheinlich. Nee, hier ist Südeingang. Da vorne wahrscheinlich der Haupteingang. Moment. Ich mal kurz gucken. Speichern wir nicht schlecht zwischenzeitig. Was geht jetzt hier? Alter! Krasser Scheiß. Okay. Okay, okay. Übertreib halt. Habt ihr gesehen? 250 Rad. Instant dazu. Ja, Churchill gönnt sich erstmal hier. Schönes Bädchen. Ne? Dir macht es nichts aus, die Strahlung. Du bist eh schon blemblem. Oh, bester Hund. Jetzt ist Churchill komplett gaga. Komplett verseucht. Aber hey, er ist wieder sauber, ne? Kein Blut mehr, kein Dreck mehr, komplett sauber, immerhin. Hat immer alles so seine Vor- und Nachteile. Okay, schauen wir mal hier rein in den Südeingang. Mal gucken, was passiert. Hier müsste irgendwo Rachel Hall sein. Okay, wir machen mal kurz Radio aus. Lass mal wieder ein bisschen Stimmung hier aufkommen. Ein Aufzug. Konnte ich den jetzt, stand doch gerade irgendwie aktivieren, oder? Okay, öffnen kann ich schon mal. Das hier wegmachen. Na klar, geht alles. Mit der Butterfly bin ich mit dabei. So. Trotzdem will ich erstmal hier lang gehen. Oh, coole Atmosphäre. Da kommt Stimmung auf. Speichern. Hallo? Oh. Ist irgendwas Verseuchtes? Das ist die Pilze hier? Den Ding? Ja, ich glaube schon, ne? Den Fässern. Bitte gerne kurz mal rein. Einen alten Wasserspender. Oh nein! Was hat der davon getrunken? So, zwei Fahrkarten. Alter. So, können wir hier noch irgendwas aktivieren am Terminal? Empfangene Nachricht. Angesichts des anhaltenden Aufruhrs in der Stadt und weltweiter Vorfälle wird empfohlen, dass Sie Ihren Schutz erschützen und Überlebensbuch bei sich tragen. Für den Fall einer nuklearen Vernichtung. Denken Sie daran, dass das Schützen- und Überlebenprogramm zu Ihrer Sicherheit eingerichtet ist. Konsultieren Sie die entsprechende Seite für Informationen, die Ihnen bei Ihrem Überleben während im schlimmsten denkbaren Szenario helfen könnte. Ja, sonst gab es nichts, ne? So ein bisschen Infokram. Na, Fang der Nachricht. Passt. Nichts Wichtiges. So. Arbeiten wir uns hier mal so ein bisschen durch, nach und nach. Okay, hier laufe ich jetzt mal nicht gegen. Will jetzt hier nichts aktivieren. Ist eine Tür. Ein Versteck. Und Mucke. Cool. Was ist das denn? Oh, hier ist die Leuchtpistole. Okay, schade. Okay, ist aber anscheinend keiner zu Hause. Ich nehme das mal mit. Oh nein, ich bin überladen. Hot Damage. Amazon-Paket. Chillig. Okay, haben wir irgendwo eine Kiste, wo ich was tauschen kann, wo ich mein Zeug ablagern kann? Azathoth-Puppe. Das ist Azathoth. Station. Mal gucken, ob schon was geht.
hat. Und das hier mal. Red Shrew Fleisch. Okay. Eichhörnchen am Stiel. Fuchssteak. Gebackene Blähfliege. Iguan am Stiel. Köderkeule. Nice. Nice. So. Passt. Einmal verlassen, bitte. Jetzt ist die Frage, ne? Wie mache ich mich leichter? Ah, ne, ich bin jetzt schon leichter. Bis kochen. Coolio. I like that. Bodendose lasse ich jetzt mal liegen. Ich will mein Klappmesser. Dankeschön. Oh, nochmal eine Tür. Ach, wie cool. Okay, hier fallen wir wieder runter, oder? Ist das Wasser? Ich gehe da lieber mal nicht rein. Churchill, willst du mal vorgehen? Mal checken, was da so ist. Aber hier ist auch Wasser. Komme ich im Grunde auch nicht wirklich weiter, ne? Naja, gut, man könnte schnell mal drüber huschen. Ich speichere mal. Geht's erstmal hier lang, mal gucken, was passiert. Ja, auch alles mit Wasser voll, ne? So, da gehe ich wieder zurück, oder? Nee, nee, nee. Das wollte ich jetzt so nicht. Wrong way. Nein. Ich komme mal durch hier. Warte mal. Durchgegangen? Nee. Safe nicht. Oh Mann. Ach, hier war der Aufzug jetzt, ne? Hier war der Aufzug. Ich bin doch da lang gegangen. Ach ja, hier lang bin ich gegangen, richtig. So, wir schauen jetzt nochmal, was beim anderen Weg ist. Muss ich halt mit ein bisschen Rad rechnen. Ein bisschen Verseuchung. So, hier will ich lang. Okay. Also, einmal hier rüber gehuscht. Naja, geht doch. Immer schön schauen, wo wir hintreten. Riesen Leuchtpilze und Ratten. What the fuck? Okay, aber hier komme ich eh schon nicht mehr weiter. Naja, obwohl wir nicht jumpen, ne? Ein bisschen jumpen. Churchill, mach mal Platz. Also, geh weg. Direkt Platz machen. Ah, geht. Okay, Churchill kämpft. Aber hier ist Ende, oder? Da geht nichts mehr. Powerrüstung gibt's ja hier, glaube ich, nicht, ne? In Fallout London. Die waren immer ganz praktisch fürs Tauchen. Aber nee, ich glaube, hier komme ich erstmal nicht weiter. Das kann ich knicken. Schade eigentlich, schade. So, hier ging's auch nicht mehr. Nee, dann ist hier Ende. Schade. Schade, Marmelade. Dann würde ich mal sagen, auf zum Aufzug, hä? Oh, es ist schon bei 30 Minuten. Ist die Folge ja gleich aus, du. Going down. Going down. Lobby. Foyer. Die nickende Kuh nehme ich mit. Die wollte ich schon immer mal haben. Hä?
Was zum Geier? Komme ich denn jetzt hier rüber? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist Ende. Und da hängt einer. Hängt da mal so rum, ne? Was haben wir hier? Notizen. Bringt mir die nickende Kuh irgendwas? Das ist ja komisch. Ein Aufzug, der zur Sackgasse führt. Das ist die einzige Erhöhung, die ich hier habe. Nö. Keine Chance. Okay, dann müssen wir vielleicht doch tauchen, ha? Huh? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich muss ja eigentlich auch eher nach oben. Das ist ja eigenartig. Hier ging es ja auch nicht weiter. Hier müsste ich halt lang. Ja, da muss ich tauchen. Dann komme ich nicht dran vorbei, ja? Dann mache ich mich jetzt schon mal startklar zum Tauchen. Ich denke zwar nicht, dass ich es überlebe, aber mal gucken. Wow, gegen einmal Boden bin ich jetzt schon wieder überlastet. Ah. Ansonsten gibt es hier noch einen anderen Weg vielleicht. Tja. Hier ging es nur wieder zurück. Alles klar, Leute. Dann machen wir uns mal ready zum Tauchen. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir das überleben. Aber wir werden es gleich sehen. Beziehungsweise dann in der nächsten Folge sehen wir das. Und ja, Leute. Ich bedanke mich jetzt bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, dann lasst mir einmal den Daumen da, verfasst einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im Grunde beim nächsten Mal wieder. Jetzt wünsche ich euch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.